Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in der Kanalisation von Legend of Grimrock 2. Ja, aber in der Kanalisation bleiben wir nicht lange. Die ist hier. Wir wollen wieder auf den Hamlet hoch, weil ich habe ja am Schluss der letzten Folge entdeckt, dass wir hier einfach weitergehen können. Ob das so beabsichtigt ist, keine Ahnung. Und ja, hier hätten wir noch die Schatzkammer. Da werde ich demnächst auch nochmal vorbeigucken. Aber erst einmal werden wir den Hamlet weiter erforschen. Und finden vielleicht noch ein paar Schildkröten. So, also übers Wasser kommen wir wirklich tatsächlich direkt zu anderen Gebieten. Und ich höre, wie noch mehr solche Speerfallen. Ja, die habe ich schon das letzte Mal gehört. Hier scheint einfach nur ein Weg da lang zu sein. Und ich höre schon wieder einen Machtkristall. Oh, und eine Pflanze. Mudwort. Okay. Das erste aber, was ich machen will, hier war irgendwo ein Knopf versteckt. Hier glaube ich. Also erstmal kurz hier einschlagen. Wow. Hallo, Freund. Dich kennen wir ja noch, beziehungsweise eine andere Version von dir. Du bist ein Oger. Und zwar die garstige Variante eines Ogers. Auch wenn du ein bisschen anders aussiehst mittlerweile. Du bist trotzdem immer noch... Au! Boah, bist du heftig! Wow. Du bist ja übel, Kumpel. Komm ruhig um die Ecke. Und du hältst verdammt viel aus. Wow. Falscher Zauber. Beziehungsweise gar kein Zauber. Und ja, wir tanzen mit dem Oger. Das ist jetzt hier diese... Wow. Karre. Spiked Club. Der wiegt wahrscheinlich viel zu viel. Two-Headed Heavy Weapon, minus 20 Accuracy. Ja. Du mach mal Tränke. Für dich einen. Für dich einen und nochmal für dich einen. So. Dann trinkst du mal einen und isst was. Das letzte Stück Käse in dem Sack. So, was hat unser Terror-Oger bewacht? Tome of Knowledge. Ein Skillpoint für unseren Magier. Der kriegt nämlich jetzt mal 1 auf Accuracy, dass er mit seiner Schusswaffe mal besser treffen kann. So. Ist der Punkt wenigstens nicht ganz so verschwendet. Heftigst. Okay, wir werden schon mal freundlichst hier oben begrüßt auf dem Hamlet. Oh. Und eine neue Version vom Vark. Du bist eine gastige Version von einem Vark. Wow. 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 Okay, gleich nochmal trinken. So. Wow.
Okay. In der Ecke verstecken und kurz rasten. So. Was hattest du uns nochmal zu sagen? Ach ja, das ist mit der Gegenkraft. Okay, das war ein böser Wag. Wenn es überhaupt ein Wag war. Da sind noch mehr und Oger. Wow. Ich muss mich mal ganz dezent zurückziehen, bevor der Oger kommt. So, macht er schon mal seine Special-Attacke hoffentlich nicht mehr. Wo springst du hin? Wow. Felsen im Rücken. Und tot. Oh, du droppst doch Fleisch. Hat der andere kein Fleisch gedroppt? Wo auch immer wir den getötet hatten? Wahrscheinlich nicht. Und da ist unser Ogerfreund. Du bist out of energy. Ja, wir müssen gucken, dass er sich bewegt. Au. So. Wow. Wow. Au. Okay, Rückzug. Strategischer Rückzug. Ja, irgendwer verhungert. Ist mir gerade egal. Ich muss gehen und rasten und speichern und sonst was. Hilfe. Dieser Hamlet ist eine Todesfalle. Und der Kristall geht noch nicht. Okay, dann kriegst du erstmal was zu essen. Wir beleben wieder und speichern. LP 043. Heftig. Okay, ich bin schon mal wach. War ich vorher zwar auch, aber ich höre den Oger rumstampfen. Wo stampft er? Da stampft er. Ja, ganz schnell weg. Komm. Ja, komm her. Wow, jetzt kann er wieder anstürmen. Oder auch nicht, zum Glück. Wow. Das hätte gefährlich werden können. Gefährlich ins Auge gehen können. Ah, genauso wie das. Okay, du bist unglaublich heftig stark. Du bist, glaube ich, sogar noch stärker als deine Verwandten. Aus Grimwalk 1. Das war der falsche Angriff. Na, der hat wenigstens gesessen. Wenn zwei von denen kommen würden, hätte ich echt ein Problem. Komm. Komm her. So. Das war kaum Schaden, oder? Ja. So, jetzt muss ich mir meinen Pfeil wiederholen, der hier irgendwo ins Nirvana geflogen ist. Genau. Und ich sollte dringend noch wenigstens zur Sicherheit einen Heiltrank herstellen für Bueno hier. So. Sicher ist sicher. Du knabber mal ein Ei. Und ja, die friedliche Musik hier. So. Da hinten ist noch so ein Wag. Was steht hier? Legend of Killhagen.
Oh, das ist wichtig. Das sollten wir uns auf jeden Fall irgendwo notieren oder merken oder so. Ja, und du kommst gleich wieder an. Wow. Wow. Also ja, so Seitwärtssprünge sind nicht gut, wenn er die macht. Die scheinen ja doch ordentlich Schaden zu machen. Wow. Das ist nicht so toll. Das ist doch weniger toll. Nein. Gegen einen komme ich nicht an, vor allem wenn ich nicht wegkomme. Das heißt, ich muss nochmal den Oger töten. Ah. Und dann aufpassen. Ganz dringend aufpassen, vorsichtig sein. Die sind auch so schnell, dass man kaum richtig reagieren kann. Und ich glaube, da Tarion jetzt 10 mehr Treffergenauigkeit hat, werde ich ihm einfach mal mit der Wumme kämpfen lassen. Genau. Wir haben nämlich über 100 Schuss. Und die macht ja doch einiges an Schaden. 17 bis 52. Ist nicht so wenig. Komm her. Außer wenn sie jammed ist. Bloß nicht wieder den Felsen verheddern. Wieder jammed. Jawohl. Und er trifft sogar mal. Macht dabei auch ordentlich Schaden. Komm her. So. Wow. Genau, renn schön an uns vorbei. Ich gehe nicht in deine Flanke. Wow, das war ein schöner Crit. Ja, so viel zum Treffen. So. Noch ein Schuss. Und jetzt müssen wir ganz normal schießen. Zuschlagen. Schießen können wir, glaube ich, sogar noch einmal mit der Special-Attacke. Wow, und ihn töten. So. Gut. Genau, du hast keinen Heiltrank, dann gib ihm mal einen. Kurz rasten wäre die Idee oder einfach weitergehen. Da drüben höre ich auf jeden Fall den Kristall summen. Da ist die Legende von Kilgan. Da steht eine Schildkröte rum. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Wo sind die Waage? Oder kommen die erst, wenn ich anfange, die Geschichte zu lesen? Nein. Da ist die Schildkröte, die relativ harmlos ist. Normalerweise. So, genau. Schildkrötenfleisch. Und ja, ich bin gerade übervorsichtig wegen diesen blöden Superhops-Wagen. Okay, hier wäre